Oh nee, kannst du vergessen. Gas, kannst du vergessen. Ah, ich bin zu langsam, Mist. Komm schon. Komm schon. Renn, 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 renn. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, gut. Ich schwöre, wir gehen ganz leicht ein bisschen konzentriert. Wir müssen. Okay, da haben wir wieder einen Schlag offen. Und jetzt können wir den, glaube ich, platt machen. Okay, den haben wir noch geschafft. Aber ich glaube, das war's für uns. Gucken wir uns in die Ecke und trinken was. Kommt er nach oben. Bam! So, schaffen wir das, schaffen wir das, schaffen wir das. Wir haben es wirklich geschafft. Wir haben mit den paar Hitpoints, die wir hatten, alle platt gemacht. Oh mein Gott, wir mussten zwar wieder bis zum Ausgang zurückrennen, um uns einen Vorsprung zu erkämpfen, aber wir haben es wirklich geschafft. Oh mein Gott, ich bin begeistert von mir. Und dann sollten wir wirklich gleich zum The Ruler vorkommen trinken, gell? Was heißt eigentlich The Ruler? Den Master dann wahrscheinlich, gell? Der Regler. Ruler ist ja, Ruler ist ja Regel. Den Lenker, der alles steuert oder so. Der Meister? Ja, zum Meister. Oder Ruler ist so eine allgemeine Übersetzung für Endgegner im Englischen. Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Wenn ihr das weißt, dann könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben. Und mich da ein wenig erleuchten. Die kann ich da sicher mitnehmen, oder? Kann ich nicht. Schade. Ich war übrigens noch nie in Katakomben drin in dem Spiel. Das erste Mal, dass ich in Katakomben drin bin. Und es sieht verdammt geil aus, muss schon sagen. So, die hinten sind ja jetzt soweit erstmal. Da ist noch einer. Nein, verfehlt. Das gibt's ja nicht. Oh, gib mir dein Großschwert. Oh, gib mir dein Großschwert. Gib mir dein Großschwert. Gibt er mir natürlich nicht. So, na dann. Erstmal mal was und ich schau mal ganz kurz, was der uns gerade gegeben hat. Irgendwas in der Richtung hat er uns gegeben, aber anscheinend nichts, was wir gebrauchen können. Schade, schade. Weil Ausrüstungstechnisch ist immer noch ein bisschen low. Bringt das uns was weiter? Moment. Ne, ist für ein Ranger, okay. Oh. Oh, okay, da haben uns welche anvisiert. Okay, ich warte auf euch. Kommt hoch. Ich und mein kleiner Rabby Babby machen euch tot. Kommt her. Bam! 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 Oh, was ist denn mit einem Schlag kaputt gegangen? Oha. So, wie viel waren das? War das so zwei, die ich kaputt gemacht habe? Ja, gell? Ah, Angst. Oh, das hat es gesehen. Sehr praktisch. Dann kümmere ich mich um einen und muss mich um die ganze Horde kümmern. Und abgesehen davon sind die Skelette die heftigsten. Den alleine Platz zu machen, wird uns ein ganzes Stück vorwärts bringen, meine Damen und Herren. Hier in den Katakomben von Duralan werden wir das Skelett bezwingen. Dank uns. Weil es ist so geil, das ist hier. Die Feinde sind alle da. Ich zähle 6 Stück. Und die gucken dir gemütlich zu, wie die Suppe ist. Wo ist eigentlich mein Bunny? Also, mein Ingame-Bunny meine ich natürlich. Ah! Bam! Stirb, 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 stirb. Bam! 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 Oh, stirb, stirb, stirb! Nein, nein, nein! Boah, das hat der für geile Haare. Sieht irgendwie lustig aus. Passt zu dem Skelett. Undead, undead, undead. Bam! Lustig ist das Piratenleben. Lustig, lustig, lustig. Lustig ist das Piratenleben. Lustig, lalala. Lasst uns alle Freunde sein. Freunde sein. Höschen rein. Was? Höschen rein?
Was denke ich denn für ein Scheiß? Oh, darum geht's gleich weiter. Oh, ich glaube, wir sind in der Bosshalle gelandet. So wie das hier gerade aussieht, könnte das eventuell die Bosshalle sein. Ich zoome kurz rein. Ah! Nein! 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 Bam! Stopp, 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 stopp! Ja, und er ist down. Okay, okay, okay. Und den geben wir auch noch, komm. Ja, der ist down. Und dann der. Und wieder ein bisschen Geld. Vor allem, wie viel Geld wir hier eigentlich machen. Da habe ich gerade wieder eine Rüstung aufgehoben. Warte, meine Rüstung. Warte, das war für Ranger, gell? Rüstung. Jawoll, sehr schön. Sehr schön. Was? Plain Line Blue habe ich noch nie gesehen. Okay. Und die sind nicht so gut wie die, die wir anhaben. Das sind wir ja jetzt im Moment, B. Feet? Uns fehlt was für die Füße. Ja, okay, da haben wir noch für den Mage was, okay. Und Special Item haben wir natürlich noch keins, das ist das Boot oder so dann. Alter, was? Jo, da hinten ist definitiv dann der Typ. Achso. Ich sollte vielleicht was essen. Ich find's auch geil, wie die einfach nur rumstehen und so nach dem Motto, wir warten auf Gegner, wir bewegen uns so lange nicht, sind in Ekstase verfallen. Nicht Ekstase, in Stase verfallen, so bis hier irgendwann mal einer vorbeikommt, den wir killen können, so nach dem Motto. Schon ziemlich geil gemacht. Okay, 3, 2, 1, los! Stirb! Bam! Boah, krieg ich die alle down? Das wäre overheavy. Ich hab die alle down gemacht. Ich glaub's nicht. War das nicht 6 Typen gerade? Oh, wie ich da reingerannt bin gerade und die alle platt gemacht habe. Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf mich. Aber ich weiß ja nicht, ist das echt dunkel auf YouTube dann, wenn ich... Wow. No, das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Bam! Puh, wahrscheinlich habe ich alle komplett angekratzt und dadurch habe ich natürlich leichtes Spiel gehabt. Die sind schon wieder stärker. Aber auch die haben mal ein Blatt gekriegt. Und jetzt gucken wir mal. Hier müsste jetzt eigentlich der Boss kommen. Sit down. Ich probiere das mal. Ja. Sit down. Geht nicht. Okay. Der ist nothing special. Sit down. Ja. Sit down. Da. Doch, ich glaube, es ist der Skin, der am besten zu mir passt. Undead, Mordu. Wir haben es gerade wirklich bis zum Boss durchgeschafft. Mit Level 3, das muss man sich mal bitte vorstellen. Ich kann euch aber garantieren, dass wir den nicht schaffen. Oh, fuck, hat es gesehen. Was? 2? Achso, ja, stimmt, er hat eine Kopie von sich erstellt. Das können die ja. Bam! Das ist die Kopie, auf die wir einholen, also nicht denken, wir kämpfen gerade gegen den Boss. Das hier ist der richtige. Den kriegen wir niemals down. Guck ich da mal. Oh, das ist da noch ausgewiesen. Ich hab ganz vergessen, dass wir den down kriegen. Guck ich da mal bitte an, wie viele Hitpoints der hat. Oh, verdammt. Wenn ich da nicht in nächster Zeit dazu komme. Was zu essen? Wird der Typ uns gnadenlos platt machen? Moment. Ja. Sehr intelligent, sich hier hinzusetzen und zu essen, aber okay. Ich hätte es aber nicht sein Leben dazu bekommen, ne? Nee. Okay, weg, 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 weg. Hat er die Bomben platt gemacht? Ich glaub's nicht. Nein, 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 nein! Nein! Wir hätten's. Boah, das ist.
So siehst du aus, so siehst du aus. Ja, so siehst du aus. Ich glaub's nur. Wir hätten es beinahe geschafft, wir hätten ihn beinahe platt gekriegt. Leider ist er dann doch ein bisschen zu stark für uns gewesen. Und jetzt ist das Problem, ich glaube, ich werde nochmal hingehen, aber ich glaube, jetzt wird's... Was ich wundere, ich habe seine Bomben abgeworfen, der hat die Bomben platt gemacht normalerweise, also können die das nicht? Keiner kommt denn da, okay. Ich glaube, jetzt werden alle Gegner wieder da sein, weil ich den Boss angegriffen habe. Und alle Gegner mal machen, mache ich jetzt nicht in dem Level, das ich habe. Dann kommen wir mit Level 6 oder 7 nochmal rein und dann machen wir das hier platt, die Katakomben. Da werden wir uns so lange in der Gegend hier aufhalten und werden nicht weiterreißen. Also, das heißt nicht weiterreißen. Wir haben ja noch eine ganze Ecke zu erforschen, ne? Das ist ja jetzt nicht so. Aber es gibt hier auch, also, man hat doch die Option, wirklich sehr weit weiterzureißen. Und mit sehr weit weiß ich wirklich sehr, sehr weit. Und dann da zurückzukommen ist natürlich ein bisschen doof, weil es gibt hier nicht sowas wie Schnellspawn oder sowas, was es in den meisten RPGs gibt. Sondern du hast hier wirklich nur das Hin- und Herlaufen. Wenn du das nicht machst, dann machst du es halt nicht. Dann hau ich mal hier auf die Pferde drauf und mach noch ein bisschen Leveln. Und ja. Oh, da hast du dich gleich gesehen. Ja! Hilfe! Attacke! Immer drauf auf die Dinger! La 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 la. Also Geld sammeln, das ist cool. So, der andere ist das mal. So, da ist der Zombie, ich hoffe, der sieht uns. Oh, hat er Witterung aufgenommen? Der sieht so geil. Ich hasse ab jetzt alte Omas. Ey, ab diesem Let's Play werde ich alte Omas hassen, wisst ihr das? Nee, das heißt ab diesem Let's Play. Es gab schon mal ein Let's Play, wo mich ständig alte Omas platt gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Spiel war. Da wurde ich ständig von alten Omas kaputt gemacht. Da habe ich auch schon geschworen, dass ich die hasse. Wir werden bald zurückkommen. Du felsiger Klotz in der Landschaft. Doch nun, würde ich sagen, geht es erst einmal woanders hin. Wo machen wir denn hin? Ich würde sagen, wir machen mal in die Richtung da und erkunden erstmal, was es da so gibt. Oh, ist ja ferner. Wir machen mal in die Richtung. Bam! Tot. Oh, okay. Und schauen wir, was es hier so gibt. Hier so gibt? Wo gibt? Ey, beste wo gibt, ey, beste wo gibt. War hier gerade eine Höhle? Nee, da habe ich mir eingebildet. Oh! Auf ihn! Ja, es gibt ab und zu auch mal andere Bosse, die jetzt an sich nichts mit der Story, also mit dem richtigen Endboss zu tun haben. Die kann man auch platt machen, aber die werden wir jetzt eh nicht platt kriegen. Ich habe einfach nur Spaß, dass ich den gerade angegriffen habe. Sieht aber ganz gut aus für uns, also wir machen uns schon recht gut. Ich hätte einen schlechter eingeschätzt, aber Bosse wie den hier Platz zu machen, dauert natürlich eine ganze Ecke und da brauchen wir wesentlich mehr können, als wir es aufweisen. Also als ich es aufweise. So, und dann sind wir tot. Na okay. Wo wollte ich lang? Ich wollte nach Buxtehude. Geht nach da, Buxtehude ist immer in die Richtung. Weil, ja, nach Westen. Ach so, das ist der Weg gerade eben. Nach Nordwesten müssen wir. So. Diesmal laufe ich hier lang. Ein Stück gehen Westen. Und dann nochmal hier lang. Ein Pilz! Ja! Und es wird Nacht. Genau das. Ah, siehst du, es wird Nacht. Ich glaube, ich werde sogar nochmal zurückrennen. Ja, ich renne, glaube ich, nochmal zur Stadt zurück. Wo sind die? Was, da hinten waren wir schon? Oh, siehst du. Die ist ganz schön weit weg. Gut, wenn ich da zurückrenne, ist glaube ich nichts. Ich werde hier einfach mal am Lagerfeuer die Nacht verbringen. Und euch. Ich kann mich auch nirgendwo hinsetzen. Ich wollte mich so gechillt hinsetzen und die Folge beenden. Naja. An diesem Lagerfeuer beende ich die Nacht für heute erstmal. Springe in die glühenden Kohlen rein.
Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Cube World. Und das wird wahrscheinlich eine ziemlich lange Nachtsession, in der uns die... Was läuft hier? Okay, folgt dich auf. Hey, willst du drüber kommen? Hier, 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 wir sind allein und... Oh Mann. Wir können uns noch ein Bett... Nein, nein, okay. Nein, nein, okay. Nein, geh weiter. Wir sehen uns morgen, ne? Tschüss!